Ubisoft. Einen zweiten Punkt für den doofen Unterstrich im Titel, besonders weil die Entwickler kein Ad.com ans Ende gestellt haben. Cyberpunk. Nicht das schlechteste Subgenre des Science-Fictions, aber seit Ende der 90er auch etwas durch, oder? Charaktervorstellung durch Anrempeln. Lange nicht mehr gesehen. Aus gutem Grund. Okay, bin in der Lobby von Mello. Na gut, Aiden. Dann los. Ich hack mich rein. Hacken ist leicht, wenn du nur ein grafisches Interface anstatt einen auf einem Monitor geschriebenen Code verwendest. Außerdem ist Aiden in einem Spiel, in dem es ums Hacken geht, nichts weiter als ein besserer Script-User, welcher bereits erstellte Hacking-Programme benutzt. Solch ein Hack hat mit Hacken genauso viel zu tun, als würde ein Kind einen Aimbot in Counter-Strike verwenden. Das Verlockende an Cyberkriminalität ist, dass man Daten und Geld von der anderen Seite des Planeten stehlen kann, ohne irgendwo hingehen zu müssen. In einer Lobby abzuhängen und alles mit einer App zu hacken, widerspricht der ganzen Idee. Da könnte man ja gleich einen handgeschriebenen Zettel an der Rezeption abgeben, auf dem draufsteht, dies ist ein Überfall. Sieh mal an. Eine Datenwolke voller Geheimnisse und Mythen. Ich greife nur zu, pflück sie aus der Luft und sie sind mein. Und du weißt dies, weil du auch ein Hacker bist. Aber wir müssen die Spieler daran erinnern, für den Fall, dass niemand weiß, was Hacken bedeutet. 100 Riesen in 30 Sekunden. Gott segne die Reichen und Berühmten. Erstaunlich, dass es Zeit kostet, Geld digital transferieren zu lassen. Ein paar tausend Dollar pro Minute, anstatt alles zum gleichen Zeitpunkt. Wir sind die Zauberer der Moderne. Wir pflücken Bankkonten aus dem Nichts. Damien redet, als wüsste er, dass es sich hier um den Anfang der Geschichte handelt und er so viele Informationen wie möglich bekannt geben muss. Oh nein, mein Hack wird fusselig. Das ist schlecht, oder? Ich glaube, da hackt sich noch einer rein. Ich sehe mal nach. Besser nicht. Was verdammt ist das? Wir müssen abbrechen. Ich frage mich gerade, ob das Erkennen eines unerlaubten Zugriffs in einem Netzwerk in seiner visuellen Darstellung eines Datenstroms solch einen nervigen Alarm machen muss. Damien, es ist vorbei. Nochmal, warum bist du überhaupt da? Damien ist ganz eindeutig mit dem Netzwerk verbunden. Du und dein Smartphone sind dort vollkommen überflüssig. Cyberpunk erfordert das Tragen von Trenchcoat-Klischee. Das sind die Regeln. Ich sag doch, ich weiß nicht. Ich muss Untertitel anmachen, oder? Quicktime-Dresche. Ich kann nicht mehr weglaufen. Es geht nicht. Dieser Schatze in Pierce. Ich habe seine Nichte getötet und er wird nicht aufgeben. Können wir in unserer modernen Zeit nicht endlich mal von Audiologs zwecks Charakter-Backstory wegkommen? Keine Sau macht Sprachtagebücher. Hör auf, mich vom Gegenteil überzeugen zu wollen. Oh, Scheiße. Wo warst du denn, Mann? Was? Er redet mit mir. Ein Paradebeispiel für Offscreen-Teleportation. Dieses Arschloch kam gerade um die Ecke und dann kommt Jordi nicht mal 5 Sekunden später um die gleiche Ecke, um ihn abzustechen. Dafür müsste Jordi die ganze Zeit bereits hinter diesem Clown hergelaufen sein. Dann wäre dieser Angriff allerdings keine Überraschung mehr gewesen. Wir haben ja ein paar Tote, ne? Wir haben 40.000 Leute über uns und brauchen Ablenkung. Hab die Bullen gerufen. Nicht dein Ernst? Doch, voller Ernst. Ben, die Bullen kommen. Und Maurice, große Brüder kommen. Dann, pa, 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 pa. Jordi, das ist ein Witz. Nein, nein, die hab ich auch gerufen. Oder du könntest niemand anrufen und einfach gehen. Keine Sau im Stadion weiß, was da unten abgeht. Ihr macht es euch nur schwerer, indem ihr die Polizei involviert. Klasse. Pünktliche Bullen. Du brauchst Tutorial, ich hab Polizei. Scheinbar hatte das Lokalisationsteam nicht den Auftrag bekommen, den Sportkommentator einzudeutschen. Da ist ein bekannter Viceroy in dem Lounge. Lass uns das überprüfen. Hacken funktioniert nicht durch Sichtkontakt. Du kannst keine Schaltfläche bedienen, indem du mit einer Kamera drauf schaust. Ganz egal, welche dumme, ausgedachte Videogame-Logik du mir hier andrehen willst. Crafting, weil dies heutzutage jeder Publisher seit Minecraft in seinem Game haben muss. Die Polizei wird gleich den ganzen Komplex abriegeln. Ich stecke hier fest, wenn wir nicht für Ablenkung sorgen. Sollte die Polizei laut Jordi nicht die eigentliche Ablenkung sein? Kannst du mal sehen, was das für eine schlechte Idee war und letztlich nur für ein Schleichtutorial eingebaut wurde. Außerdem, das Baseballteam von Chicago heißt Chicago. Ein Münzfernsprecher? In einer Zeit, in der jeder ein Mobiltelefon besitzt? In einem Land, in der heute jeder mit einer Kreditkarte anstatt mit Bargeld rumläuft? In einem Game, in dem... Ach komm, vergiss es. Diese Bar muss amerikanisch sein, weil jeder darin amerikanisches Englisch spricht und alle Leute draußen sprechen plötzlich Deutsch. Gedenken wir den unschuldigen Tagen von 2012, als uns dieses Game als grafischer Augenschmaus angekündigt wurde und niemand wusste, was für eine Shitshow dieses Next Gen zum Release tatsächlich sein wird. Noch keine Spur vom Verdächtigen, wir suchen weiter. Die Autos in diesem Spiel fahren sich wie Backsteine auf Rädern. Außerdem ist dieser Abschnitt ebenfalls nichts weiter als ein sich vor der Polizei verstecken und flüchten Tutorial, da weder die Cops wissen, wie Aiden aussieht, noch dass er im Stadion war und damit auch keine Ahnung haben können, nach wem sie eigentlich suchen.
stimmt doch, oder? Nicht wie letztes Mal. Ich habe ihn eingeladen, Schatz. Wisst ihr, ich mochte meinen Onkel, aber ich war nie stinkig, weil er keine Zeit für mich hatte. Dieser Flashback enthält alle visuellen Klischees, die ich hasse. Schwarz-Weiß-Filter, Ton mit verzerrtem Hall und obendrauf ein Datamosch-Effekt, wegen Cyberpunk. Plötzlich habe ich Dark Knight-Flashbacks. Warte, ein Flashback in einem Flashback? Flashbackception! Maurice trägt übrigens im Gegensatz zu seinem Komplizen keinen Motorradhelm während des Anschlags, damit er von Aiden später leicht identifiziert werden kann. Kuscheltier fällt zu Boden, um Bilder eines sterbenden Kindes visuell zu ersetzen, Klischee. Außerdem, Ubisoft zählt noch immer auf das tote Familienmitglied als Charaktermotivation, welche sie wirklich in jedem Spiel heutzutage verwenden. Abgesehen davon bekommt Lina keinerlei Charakterentwicklung. Da hätte man ja auch gleich Aidens Hund töten können. Das hätte vermutlich einen tieferen emotionalen Einschlag geschaffen. Hat zumindest bei John Wick funktioniert. Ich muss auf andere Gedanken kommen. Der Moment, in dem du bemerkst, dass das Hacken in diesem Spiel nicht mehr ist, als den Cursor auf etwas zu halten und einen Knopf zu drücken, damit etwas passiert. Oh, und Leute zu belauschen. Einfach draufhalten und das Spiel generiert ein paar random Textzeilen. Toll gemacht, Ubisoft. Toll gemacht. Hey, wir müssen reden. Da gibt es nichts zu reden. Aiden kann sein Smartphone benutzen, um Verbrechen zu erkennen und aufzuhalten, sobald die prozentuale Wahrscheinlichkeit einer Straftat hoch genug ist. Klingt das bescheuert für euch? Für mich auch. Also. Gelbe Hosen. Ganzes Jahr und zu spät. Ja, tut mir leid, Nick. Aiden kommt zu spät. Alle Geburtstagsgäste sind bereits gegangen. Bei schönem Wetter an einem Nachmittag. Klingt für mich wie eine lausige Entschuldigung, weniger Charakter in diese Szene zu rendern. Hey, ein Geschenk, zwei geöffnete Limo-Dosen und ein beschissen aussehender Geburtstagskuchen, der kaum angerührt wurde. Der Sherlock Holmes in mir sagt, dass vor Aidens Ankunft keinerlei Partygäste hier gewesen sind. Ist sein erster Geburtstag ohne Lina. Wie geht es ihm? Redet immer noch mit keinem außer mir. Wenn der traumatisierte Jackson mit niemandem redet, außer mit seiner Mutter, waren wirklich keine Kinder auf dieser Party. Kinder gehen nicht auf Geburtstage von Weirdos. Glaub mir, ich spreche aus Erfahrung. Das ist wichtig, dass du hier bist. Aber ich muss sicher sein, dass sich was geändert hat. Ich verspreche es. Aidens Schwester redet mit ihm, als wären die beiden in einer Beziehung. Wenn man das Verhalten der beiden genauer beobachtet und die Tatsache berücksichtigt, dass der Vater von Lina und Jackson nie zu sehen ist oder jemals erwähnt wird, könnte man glauben, Aiden sei der Vater von Nicoles Kindern. Das letzte Mal, als ich hier war, war Linas Geburtstag. Jackson himmelte sie an. Scheinbar war Aiden nicht der Einzige, der auf seine Schwester stand. Ich gebe Ihnen einen guten Rat. Hören Sie? Gehen Sie raus. Treffen Sie Leute. Leben Sie. Rufen Sie mich bitte nicht mehr an. Seltsam, ich hatte solche Konversationen mit Frauen am Telefon schon so viele Male. Hacking Minigames. Und hier ein weiteres Markenzeichen für ein Ubisoft-Game. Schalte Teile der Karte frei, indem du einen Turm einnimmst. Ihr benutzt dieses Element seit dem ersten Assassin's Creed-Spiel im Jahre 2007. Lasst euch endlich eine neue Mechanik einfallen. Leitstelle hier, haben grünes Licht für CTOS-Scan. Suchen jetzt nach Verdächtigen. Anstatt auf der Straße zu patrouillieren, benutzt die Polizei Scans, um Verdächtige aufzuspüren. Bedeutet, dass man in der gesamten Stadt keinen einzigen Cop sieht, es sei denn, sie verfolgen dich. Ich hoffe, du hast eine Einladung, sonst bist du tot. Ich bin der Fahrer. Aiden wurde als Fahrer angeheuert, um einem Verbrecher die Flucht zu ermöglichen. Kann dieser nicht selber fahren? Der Boss vom Club, was will der? Er trifft sich nicht mit uns, sondern mit dir. Der Clown auf dem Rücksitz sagte nicht, dass ihr beide Quinn trifft, also warum diese Klugscheißer-Korrektur? Ich drehe mich um und der Alarm geht los. Die Bullen waren so schnell da, ich hab nichts. Alter Sack mit Gehstock und grauem Star. Ich wette, dies ist der Bösewicht. Überraschung, ich hatte recht. Nicht viel Raum für Fehler. Ein Ratschlag, den jemand dem Entwicklerteam hätte geben sollen. Oder generell allen bei Ubisoft. Hast du deine Mama angerufen? Deine Freunde? Ein Mädchen? Nein, Sir. Ihr könnt nun Spiele besorgt und versichern, bevor man den Laufburschen umlegt zu der Liste der Bösewicht-Klischee-Apps zählen, welche von Lucky Quinn benutzt wird. Sag deinem Arbeitgeber, ich rufe wieder an. Quinn lässt Aiden laufen, obwohl er gerade Zeuge eines Mordes wurde. Wenn man bedenkt, wie viele Fixer es in Chicago gibt, die solch einen Fahrerjob genauso gut machen können, halte ich diese gefällige Geste für unwahrscheinlich. Netter Trick, aber wie hat sie das gemacht? Sie hält kein Smartphone in ihrer Hand, also kann sie die Werbetafel nicht gehackt haben. Und warum kann man nicht einfach, hey, hier drüben rufen, wie ein normaler Mensch? Ich möchte nicht behaupten, Ubisoft-Entwickler erstellen manche Charakter nach der Vorlage einiger Pornostars, weil es euch nur glauben lässt, ich würde mich damit auskennen. Aber hey, ich will verdammt sein, wenn dies hier nicht eine Christy Mac vor ihrer Titten-OP ist. Das sieht nicht aus wie 17.
Ein Gespräch mit einer Frau sollte niemals mit solch einem Satz beginnen. Sehe ich aus wie ein Bad Boy? Ich würde sagen, eher wie ein Risiko. Warum sollte man jemals glauben, eine Online-Persona ist die Beschreibung des Alters und des Geschlechts? Aiden, dein Nickname ist der Fuchs und dennoch hast du keine roten Haare. Irgendwer mischt mein Leben auf. Bedroht meine Familie und gleichzeitig will sich der mysteriöse Bad Boy mit mir treffen? Und er ist eine Sie? Er ist eine Lüge? Aiden, du bist wirklich nicht gut im Umgang mit Frauen. Du fragst nach ihrem Alter und machst unerwünschten Körperkontakt. Kein Wunder, dass die einzige Frau in deinem Leben deine Schwester ist. Ich eröffne dir gerade eine neue Welt. Ja. Du bist nicht die erste Frau, die mir sowas verspricht. In Anbetracht deines Verhaltens ist sie es. Ein mächtiges Tool. Oh Mann, Apple und Samsung haben die beste Werbemöglichkeit in einem XXX-Videogame verpasst. Du bist nicht ganz das, was ich erwartet habe. Ja, du hast einen 17-jährigen Jungen erwartet. Mann, klingt das schräg. Spreche ich mit Bad Boy oder Clara? Mach's nicht kompliziert. Voila. Wir müssen also deinen Anrufer finden. Clara und Aiden standen sich vor weniger als 10 Sekunden noch gegenüber. Warum ruft sie ihn jetzt an? Hätte sie ihm das nicht in der Zwischensequenz sagen können? Bellwether. Dieser Typ hat einen singenden Fisch an der Wand. Das gibt einen Punkt für schlechten Geschmack. Damien benutzt die gleiche Schriftart und Textanimation wie Clara bei ihrem Bildschirmhack. Er hat sogar denselben Trick drauf, die Nachricht perfekt getimed anzuzeigen, wenn Aiden gerade hinsieht. Hast du mich vermisst? Du hast meine Schwester anrufen lassen. Warum bin ich hier, Damien? Damien ist ein Arsch zu Sektflaschen. Was ist mit dir? Du bist nicht der Einzige, der leidet. Die haben mich verkrüppelt. Wie ich sehe, benutzt Damien die Krüppel-App, um bei Aiden Nachsicht zu erlangen. Du hast nichts, was ich brauche. Es gab noch einen Hacker. Es gab einen zweiten Hacker. Und ich weiß, wie man ihn findet. Tja, das mag sein, Damien. Aber das kannst du nicht allein. Du brauchst mich. Dein großes Problem ist, ich dich nicht. Hol's nicht ab. Alter, Damien bietet dir eine solide Spur zu der Person, die deine Nichte getötet hat. Du schlägst verzweifelt deine Verschwörungswand vor lauter Frustration, aber anstatt etwas Vernünftiges zu tun, lehnst du das Angebot ab, um das Spiel unnötig in die Länge zu ziehen, während du eine Knastmission spielst, die rein gar nichts bringt. Weißt du, wer immer die Blumen bringt? Nein. Flashback, totes Familienmitglied, bla bla, skip. Jordi, wer sind die? Na, die wohnen hier. Was ist passiert? Tja... Die Security in diesen Häusern ist ziemlich gut. Damit sich solche Leute hier oben schön sicher fühlen. Ich meine, diese Leute hatten nur eine Türkette angebracht, wollten sich wohl den Pizzalieferanten gut anschauen, bevor sie die Tür aufmachen. Okay, fein, sicher. Also zu diesem Problem. Dafür habe ich den Bolzenschneider dabei. Er öffnet die Tür ein Stück, da ist die Kette, ich schieb ihn rein und schnipp und rate mal. Ist nicht der Pizzamann. Mir ist dann noch ein Trend bei Ubisoft-Spielen aufgefallen. Es gibt immer einen Nebencharakter, der wesentlich interessanter ist als der Hauptcharakter. Mach mal Platz. Warum steht eine gut gekleidete Stadtfrau nachts am Flussufer und angelt? Moment, Moment. Stopp. Wer soll den Knastjob erledigen? Den was? Keine Ahnung, wovon du redest. Keine Ahnung, wovon du redest, Klischee. Brauchen Sie ein Taxi? Hey, langsam. Ich glaube, wir sollten jemanden rufen. Ob der krank ist? Kann ich gar nicht glauben. Jetzt kotzt endlich. In Open World Games werden NPCs so programmiert, dass sie gewöhnlichen Tätigkeiten nachgehen. Ein Obdachloser, der nachts eine Grünfläche mitten in der Stadt mit einer Gießkanne bewässert, obwohl es ständig regnet, gehört nicht dazu. Wenn man ein Staatsgefängnis unerlaubt mit einer Waffe betritt, wird man nicht in diesem eingesperrt. Die Cops werden gerufen und man wird zum Polizeirevier gebracht, um dort in einer Verwahrungszelle auf den Haftrichter zu warten. Und erst dann kommt man, wenn man Pech hat, in ein Staatsgefängnis. An dieser Stelle kann man Aidens Smartphone nur noch als Zauberstab bezeichnen. Außerdem, der Grund, den Knast als Knassi zu besuchen, ist, einen Insassen davon abzuhalten, der Polizei Aidens Beschreibung zu geben. Und genau dafür lässt du gerade ein Verbrecherfoto von dir machen. Habt ihr euch auch schon mal gefragt, warum in diesem Spiel Kameras an Personen angeheftet sind und warum man sie in alle Richtungen bewegen kann? Also du sitzt hier 60 Tage. Bei guter Führung bist du in 30 draußen. Was? Dieser Typ ist in mehreren Fällen der Tötung verurteilt worden. Sogar Jordi hat dafür gesorgt, dass er eindeutig als Mörder in den Knast geht und die geben ihm nur 60 Tage? In Chicago? Guter Schuss. Kannst du das lesen? »60 Jahre?
Was tust du denn, Mann? Du kannst nicht nur mit deinem Smartphone in das Knastsystem einbrechen und die Haftstrafen manipulieren, es ist sogar praktisch für mobile Geräte formatiert. Falls du deine Geschichte unbedingt den Bullen erzählen willst oder einen Deal mit ihnen machst. Nachdem Aiden mehrere Gefängniswärter in der Wäscherei erschossen hat, wird der Knastvogel wohl nicht drum rumkommen, mit der Polizei zu reden. Aber egal, ich schick dir den Feed. Finde einen Fernseher und sieh selbst. Woher kann Damien wissen, dass Aiden sich direkt vor einigen hackbaren Bildschirmen befindet? Ach, vergiss es, Hacken ist Zauberei in diesem Spiel. 6 Jahre alt. Tragisch. Dieses Kuscheltier lag auf Linas Grab. Was macht es jetzt in Damiens Händen? Abgesehen davon, ihn mir wie ein Bösewicht aussehen zu lassen. Du kannst niemanden mit einem Schlagstock erstechen. Erst recht nicht mit einem teleskopischen. Hör auf zu denken, Aiden. Dieser Ratschlag soll wohl an die Spieler gerichtet sein. Hör zu. Das ist wichtig. Die Männer im Haus, haben dir irgendwas gesagt? Komm, Jax, sprich mit mir. Einerseits mag ich es, dass dieses Kind nicht spricht. Andererseits ist es ein Bike mit emotionalen Problemen, welcher mit Abstand der nervigste Kindercharakter ist, den man haben kann. Es ist ein billiger Weg, die Herzen des Publikums zu berühren. Es wäre gut, wenn wir uns treffen könnten. Ich bin in der Bahn mit Jax. Ist gut. Wissen Sie, wo Niki ihn immer abgibt? Ja, wir kommen hin. Nein, weißt du nicht. Du musstest deine Schwester fragen, wer Jacksons Therapeutin ist, und sie hat niemals erwähnt, wo sie ihn immer abgibt. Außerdem, warum solltest du einer Therapeutin trauen, bei der Jackson auf einem Bahnhof anstatt einer Praxis abgegeben wird? Ganz genau so. Siehst du, ich hab's dir gesagt. Ich mach das ja, schon. Ja, das war ziemlich gut, oder? Ha, Fehler in der Matrix. Das ist wieder so ein singender Fisch. Dieses Mal kann ich ihn singen lassen. Also gut, Damien. Vielleicht hast du ja etwas übersehen. Genau da. Aiden hat nur 5 Sekunden dafür gebraucht, etwas zu finden, was Damien nicht finden konnte. Was Aiden zum besseren Hacker macht und ulkig ist, weil Aiden ja nur ein Smartphone benutzt und Damien der Hacker mit dem Desktop-PC ist. Vor einer Sekunde stand Clara noch vor Aidens Verschwörungswand, aber einen Schnitt später steht sie an der Zimmertür mit dem Raumteiler vor ihrer Nase. Scheiße. Mir platzt bald der Schädel. Ja, ich habe auch schon einen ganz dicken Hals. Wer ist sie? Weiß nicht, die Datei ist kaputt. Eine kaputte Videodatei würde sich gar nicht erst öffnen lassen. Das hier sieht eher aus wie 50 Mal als WMV exportiert, ausgedruckt, draufgepisst und viel zu schnell auf eine billige DVD gebrannt, die dann anschließend mehrfach von einem Auto überfahren wurde. Ich kann nichts tun. Ich werde jetzt gehen. Wir reden später, gut, wenn du fertig bist. Ich muss weg, Klischee. Komm her. Alter, du sprengst gerade dein Motelzimmer, weil ein Auto auf den Hof gefahren ist. Das Geräusch muss nicht unbedingt bedeuten, dass Leute kommen, um dich umzulegen, auch wenn tatsächlich Leute kommen, um dich umzulegen. Slowmotion Arschloch erschießen. Kennst du dich hier aus? Irgendwo in der Nähe soll das erste Testgelände für das CTOS sein. Man nennt es den Bunker. Der Bunker? Mit Zugang zur gesamten Stadt? Also Bloom, die Clowns, die das CTOS entwickelt haben, sind ausgezogen und haben ein Loch mit Generalzugang in ihrem Netzwerk zurückgelassen, welches jeder manipulieren kann, der den Eingang findet? Für gewöhnlich sehe ich solch ein Maß an Inkompetenz nur von einer Kickstarter-Kampagne oder ein Steam Early Access Game. Oder Steam. Er lebt hier ganz in der Nähe, im Obdachlosenlager. Obdachlos? Oder du könntest einfach rüberschwimmen oder ein Boot nehmen. Aber was soll's, suchen wir den Alten mit der Fernbedienung, wir haben ja Zeit. Illegales Pokerspiel. Illegale Pokertreffen offerieren ihre Präsenz durch offensichtliche Außendekoration. Plötzlich habe ich Far Cry 3 Flashbacks. Der Typ mit der Fernbedienung ist obdachlos und hier sitzt er und spielt Poker in einer schicken Nachbarschaft. Für gewöhnlich benutzt man eine Zeitlupe für intensive Action-Szenen und nicht um einen Pokertisch umzuwerfen. Das kann man auch in normaler Geschwindigkeit zeigen. Niemand muss von dieser Unterhaltung erfahren. Der Bunker ist isoliert. Aiden hat nicht gesagt, dass er den Zugang zum Bunker von dir will. Ich glaube, du hast das Skript ein Stückchen zu weit gelesen. Ja, nimm du ihn. Und Aiden hat gerade einem obdachlosen Mann sein einziges Heim weggenommen. Geh nicht ohne mich rein. Bin unterwegs. Keine Sorge, ich muss den Strom wieder anstellen und dann noch den Eingang finden. Du weißt nicht, wo der Eingang ist, aber dass du den Strom einschalten musst? Bloom hat wohl die meiste Hardware entfernt, doch
Entscheidend sind die Verbindungen. Wenn Bloom die meiste Hardware entfernt hat, warum stehen dann 100 Monitore, ein Dutzend Serverfarmen und mindestens zwei Terminals darum? Sie hatten so viel vor mit dem Viertel. Gebracht hat's nur, dass jetzt alle Banden unter einem Dach sind. Alle Banden unter einem Dach? Wir reden hier von drogendealenden afroamerikanischen Gangster-Motherfuckern, Motherfucker. Wenn die zusammen wohnen würden, hätten die sich alle schon längst gegenseitig umgebracht. Keiner bat mich zu bleiben. Gut, aber niemand bat dich zu gehen. Da musst du dir mehr Mühe geben. Ich könnte Hilfe brauchen. Es gibt andere und bessere Wege, einen romantischen Subplot anzuleiern. Das hier ist der typische Romantik-Tacker, welchen Ubisoft in jedem ihrer Games verwenden. Scheiße, eigentlich jeder in jedem Spiel heutzutage. Far Cry Blood Dragon ist kein Arcade-Spiel. Das Game mit dem innovativen Namen Game übrigens auch nicht. Der Schlüssel ist in seiner Marke. Pityplatsch für Arme. Wie ich sehe, hat dieses Arschloch die Töte deine eigenen Handlanger-App installiert. Ob der wohl auch ein Bösewicht ist? Warum macht er das? Er ist ein Assassine, der... Na, ich meine... Warum spricht er mit einem, den er gerade umgebracht hat? Es ist eine Art Beichte. Also, das ergibt doch gar keinen Sinn. Komisch, dasselbe sage ich in jedem Assassin's Creed Game. Also was hast du denn schon zu tun, was so wichtig wäre? Arbeit, Grammar, Arbeit! Du hast einen Job! Scheinbar wurden Ubisofts Entwickler durch 90er Jahre Gangsterfilme inspiriert in Bezug darauf, wie alte schwarze Frauen klingen sollen. MacBook bedeutet noch nicht mal was. Doch, tut es. Das heißt, ich bin ein Player. Ein was? Ein Bedbug kommt bei jeder Frau ins Bett. Keine Macht der Welt würde mich dazu bringen, so mit meiner Oma zu reden. Das Design dieses Ice Cream Trucks soll Kinder wohl eher zum Weglaufen bringen. Hey, was ist das? Komm rum, dann siehst du's. Sag ich ja, ich bring die Jungs mit. Oh, Himmel. Wenn diese zwei Leichen in einer Kühltruhe aufbewahrt werden, sollte Aiden sie nicht riechen können. Einfrieren unterbricht den Verwesungsfortschritt. Genau so eine Art... Proberunde, was sagt ihr, Leute? Proberunde? Perfekt. Super. Ich brauche keine Proberunde. Nein, lass mich erstmal ein Stück weg. Mit anderen Worten, lass mich auf mysteriöse Weise verschwinden, nachdem die Zwischensequenz zu Ende ist, obwohl ich nur ein paar Schritte zur Seite gegangen bin. Das Poppy Special. Sehr gut, Mr. Crispin. Ein besonderes Gericht extra für Sie zubereitet. Obwohl Aiden die Identität eines Mannes übernommen hat, der nicht einmal so aussieht wie er, wird er trotzdem als dieser erkannt und als Mr. Crispin angesprochen. Eine Waffe in einer Zwischensequenz abgeben bedeutet, alle Waffen zu verlieren. Der Metalldetektor erkennt nicht, dass Aiden einen Schlagstock bei sich trägt. Wir wünschen Ihnen viel Spaß damit. Dieser Raum ist vom Rest des Clubs nur durch eine dünne Schiebetür getrennt. Unglaubwürdig, dass jemand in solch einem Puffzimmer freaky werden könnte. Wie heißt du? Poppy? Hey, das ist dasselbe Mädchen, welches Aiden zu Beginn des Spiels angerempelt hat, wie klein die Welt doch ist. Die Handschellen sind okay, aber auf keinen Fall haben wir hier ausreichend Seil, um eine Frau anständig zu verschnüren. Nicht, dass ich mich damit auskennen würde. Mr. Crispin, alles zu Ihrer Zufriedenheit? Obwohl jeder weiß, dass Crispin auf harte Scheiße steht und man sich nicht wundern sollte, dass plötzlich das Mädchen im Zimmer anfängt zu wimmern, wird er trotzdem auf Verdacht angesprochen. Noch eine Störung und Sie sind dran. Halt's Maul, sonst gibt's auf die Fresse Klischee. Sorry, Mr. Crispin. Wir brauchen Ihre Waffe. Ich will nicht unhöflich sein. Wieder wird Aiden auf Anhieb mit seiner Fake-Identität angesprochen und wieder verlierst du alle Waffen, weil du in einer Zwischensequenz eine davon abgeben musst. Ich weiß gern, für was ich bezahle. Hätte ich auch gerne gewusst, bevor ich dieses Spiel gekauft habe. Drogen, Prostitution, Missbrauch, Menschenhandel, Mord, Kannibalismus, Pornografie. Dieses Game versucht verzweifelt, die allerdunkelsten Seiten der Unterwelt so krass wie möglich in Szene zu setzen, scheitert aber weiterhin daran, glaubhaft zu wirken. Außerdem, was hat es mit dieser Webseite namens Hannibal Venus auf sich? Kann man sich dort eine junge Frau bestellen, um sie anschließend aufzufressen? Die Kunden auf dieser Menschenhandel-Auktion werden abgezockt. Dieses Mädchen wird mehrfach zu unterschiedlichen Preisen verkauft. Die hier auch. Und die hier. Profit. Die Erfahrung lehrte mich, mich nicht manipulieren zu lassen. Ich sagte genau dasselbe, nachdem ich dieses Spiel gekauft habe. Sie haben gar keinen Akzent, Mr. Crispin. Aidens Tarnung fliegt auf, weil er keinen Akzent hat und nicht, weil Quinn ihn erst vor ein paar Tagen bei diesem Fahrerjob gesehen hat. Das Tattoo... ist ein Peilsender unter meiner Haut. Ist ein kaltes, effizientes Business. Nachvollziehbar, dass man Mädchen, die gehandelt werden, mit einem Peilsender versieht, auch wenn dies etwas weit hergeholt ist. Aber die Stelle, an der sich der Sender befindet, mit einem Tattoo zu markieren?
Jackson hat es tatsächlich geschafft, einen Lieferwagen durch ganz Chicago zu folgen und ist dann auch noch unbemerkt in dieses schwer bewachte Gebäude geschlichen. Dieser Junge muss mit Harry Potter befreundet sein. Das wird mir Kraft geben. Wieder Heiler? Plötzlich spricht das traumatisierte Kind zu Aiden, obwohl er gerade gesehen hat, wie sein Onkel ein Dutzend Männer vor seinen Augen getötet hat und er jetzt nur noch mehr traumatisiert sein sollte. Habt ihr mal in seine Augen gesehen, als dies geschah? Scheiße kalt, Mann! Ja, ein Serverraum sollte gut gekühlt sein, aber womit? Ich sehe hier nur zwei Ventilatoren, aber keine Klimaanlage. Was soll der Scheiß? Hast du die Tür gerade aufgetreten oder aufgesprengt? In einem Serverraum, der wegen starker Kühlung stets geschlossen sein sollte, steht ein Fenster zugunsten des Plots sperrangelweit offen. Nein, warte, mach mich nicht an! Lüg mir bloß nicht ins Gesicht! Das dafür, dass ich dich reingeholt habe! Chris, wir sind Familie! Du weißt nicht, was mich. Er hat mich gezwungen! Fick nochmal! Hey, geht das Ding noch? Bedbug, du lebst. Bedbug überlebt dies. Wir haben gesehen, wie Irak einen seiner Leute wegen einer Belehrung mit einem Koffer gekillt hat und Bedbug wurde soeben des Hochverrats überführt. Und nicht nur, dass Irak ihn gehen lässt, er gibt ihm auch eine Information, die er nun an Aiden weitergibt. Lass uns eins nach dem anderen angehen. Okay? Wenn ich die Infos beschaffe, kannst du sie entschlüsseln? Nein, das ist zu hoch für mich. Und wer dann? Wow. Wow. Raymond Kenny. Ein bisschen tippen auf der Tastatur und das gute alte Wow oder schau dir das an, Klischee, und der Computer hat all deine Probleme gelöst. Ich habe jemanden, der die Daten entschlüsseln kann. Ich bin ganz Ohr. Er heißt Raymond Kenny, ehemaliger CTOS-Entwickler. Er ist in Pawnee, ich fahre gerade hin. Pawnee ist nicht mal in unmittelbarer Nähe von Chicago. Halleluja! Mein Freund, ich schulde dir ein Drink. Ich brauche keinen Drink, ich habe eine Bar. Oh, stimmt. Jedediah's Bar. Das bist du. Jedediah. In diesem Fall schuldest du mir ein Drink, Kumpel. Kannst du das bitte nochmal wiederholen? Ich habe die Verbindung zwischen Jed und Jedediah's Bar nicht verstanden und ob Kenny nun dort ist oder nicht. Jed serviert ein Trinkspielgedeck für zwei, obwohl es niemand bestellt hat. Bezahl den Mann. $100. Cash. Kaution für Schäden. 100 Mäuse für einen beschissenen Selbstgebrannten als Kaution für Schäden vor einer Barschlägerei? Du hast hier nicht viele Gäste, oder? Aiden hätte sich ein Foto von Kenny ansehen können, bevor er sich auf die Suche nach ihm macht. Das hätte uns dieses dumme Trinkspiel erspart und auch ganz besonders den Anblick dieser schrecklichen Whiskygläser, welche ich schon in Spielen vor Next Gen als wesentlich bessere und vor allen Dingen transparente 3D-Modelle gesehen habe. Und warum sollte ich dir helfen? Denn das macht uns nicht zur besten Freunde. Aidens Name und Bild ist in den Nachrichten. Und zwar schon seit Ende des ersten Kapitels. Seltsam, dass Jacksons Therapeutin noch nicht die Polizei gerufen hat. Oder Jedediah. Oder irgendwer. Oder warum man Aiden für Crispin gehalten hat. Oder warum Aiden in den Knast geschlichen ist, um dort jemanden davon abzuhalten, seine Identität preiszugeben. Ach, vergiss es, diese Story hätte ein Dutzend Affen besser schreiben können. Ich überlasse dir die Ehre. Warte, wo? Moment. Für mein Portfolio. Du musst dich vor der Polizei, der Unterwelt und deinen ehemaligen Arbeitgebern verstecken, kannst aber Bilder für Instagram machen und hochladen. Das Gewicht von Trillionen Bytes Informationen an der Fingerspitze. Eine Trillion Bytes ist nur ein paar Terabyte. Ich schätze, Informationen über alles und jeden in Chicago braucht etwas mehr Speicher. In einer Schublade im Bunker findet Kenny denselben beschissenen Selbstgebrannten wie in Jedediah's Bar und wie auch in jeder anderen Bar in diesem Spiel. Ihre Raymond Kenny. Im Ernst? Ich dachte, in diesem Spiel sind Models kleines. Doch sind sie. Man nennt es 3D-Models. Oh Mann, zieh dich an! Crispin! Nein, warte. Hier, stimmt's? Das ist eine ziemliche Diskrepanz in Sachen Namenraten. Wow, ihr solltet langsam bemerkt haben, wie gelangweilt ich von diesem Spiel bin, dass mir keine lustigen Sachen mehr zu diesem Bullshit einfallen. Du denkst, wir sind Freunde. Wir labern ein bisschen. Ich werde mir all deine Dateien nehmen. Die ganze harte Arbeit. Weg. Lass mal los, ein schickes Hotel. Ein Haufen reicher, weißer Ficker mit viel Geld. Kannst du bitte endlich aufhören zu labern, damit wir endlich diesen öden Bosskampf hinter uns bringen können? Danke.
Nach dem Bosskampf teleportiert das Spiel Aiden vom Dach des Gebäudes zurück auf den Hof. Hätte man das nicht eleganter mit einer Zwischensequenz als Überleitung machen können, anstatt sowas Einfallsloses zu bringen? Schaut mal, wie ich das gemacht hätte. Was ist das? Auch vom Server? Ach, Teufel! Da hackt sich einer rein! Wie gut, dass es immer so offensichtlich ist, wenn man gehackt wird. Da frage ich mich, warum große Unternehmen im realen Leben immer so lange brauchen, um zu erkennen, dass ihre Systeme kompromittiert wurden. Schau einfach auf den Bildschirm und warte, bis Fenster aufgehen und verrückt spielen. Außerdem war es nicht ursprünglich der Plan, den Bunker zu benutzen, weil er unhackbar ist? Was zum Fick? Nee. Sieht aus, als hätten Deadmau5 und Pyramid Head ein Baby bekommen und niemand hat es auf der Stelle getötet. Lass mich fast gelingen, Aiden. Du denkst nicht zu Ende, Damien. Eine sich um die Protagonisten drehende Kamera steigert die Spannung in dieser Szene um ganze 20%. Oh nein, du hast soeben Aidens Identität veröffentlicht, welche der Presse und der Polizei bereits bekannt ist. Außerdem, Damien scheint sich nicht dessen bewusst zu sein, dass, wenn Aiden stirbt oder festgenommen wird, er nie an seine gewünschten Daten kommen wird. Prototyp, ich wette, ich kann solch ein Mainboard mit wenigen Klicks bei Alternate finden. Mach dir keinen Stress, die Telefone der Partygäste zu hacken, um DV zu finden. Er ist genau dort oben und macht einen DJ. Siehst du? Er winkt sogar. Aus die Maus. Default, der Deadmau5 verarme, ist tot und wir erfahren weder seinen Namen noch die Motivation dieses unreifen Hackers. Letztlich gab es diesen nervigen Pisser nur, damit man die Story nochmal ein Stückchen unnötig in die Länge ziehen konnte. Weiß nichts über Waffen. Niki erschießt einen der Entführer, kurz nachdem Aiden eine Wache weggesprengt hat und keines dieser Arschlöcher da draußen hat dies gehört. Das ist übrigens eine Stealth-Mission. Na komm. Yolanda sagt, sie hetzt dir die Polizei auf den Hals. Steig ins Auto, na los. Bist du reingelegt worden? Sag es. Ich hab ihn. Diesen Mörder. Ich weiß, wer er ist. Nein, weißt du nicht. Du hast noch nicht durch Iraqs Daten geschaut, weil Dead Arsch dich davon abgehalten hat. Aber erwarte nicht zu viel. Es war Lucky Quinn. Es ist vorbei. Euch zwei. Aber für dich nicht. Selbstverständlich nicht. Es kommen bestimmt noch 3 weitere Watch Dogs Spiele, damit Ubisoft auch wirklich die restliche Milch aus dieser Kuh melken kann. Ich bin dir gefolgt, weil ich dich vergöttert habe. So wie Jackson. Und ich habe nur gehofft, du würdest mich bei dir wollen. Okay, jetzt habe ich wirklich das Gefühl, Nicole hat ihre Kinder mit Aiden gezeugt. Pass besser auf, er hat doppelte Wachen. Quinn hat buchstäblich nur eine Wache verdoppelt. So eine reizende Frau, Rose Washington. Wäre sie nicht gestorben, wo wäre ich dann? Wir haben also das gesamte Spiel damit verbracht, herauszufinden, dass auf der kaputten Datei ein Erpresservideo ist, auf dem der Bürgermeister eine Frau umbringt. Ich bin beeindruckt. Ich habe rein gar nichts erwartet und bin dennoch enttäuscht. Ich weiß es. Es gibt Beweise. Noch nicht gehört? Ich bin der Rächer. Ich erledige Abschaum wie sie. Hättest du dies mit einer tieferen, Batman-klingenden Stimme gesagt, hätte ich ein paar Punkte abgezogen. Clara! Clara bemerkt nicht, dass mehrere schwer bewaffnete Männer vor ihr in Stellung gehen. Mir ist unklar, wie diese zweite Kugel Clara treffen konnte, da sie ganz sicher in Deckung war. Ich habe so viele Schießereien auf Friedhöfen in Spielen und Filmen gesehen, dass ich sie nicht mal zählen könnte. Plötzlich wird es im Handumdrehen dunkel, um den perfekten emotionalen Moment für Claras Tod zu erschaffen. Weißt du, ich habe viel gesehen, das nicht aufgeht. Alter, ohne Witz. Gib dein Bestes und ich gebe meins. Ich glaube, ich spreche für alle, die dieses Game durchgespielt haben, wenn ich sage, fick dich Mission, fick dich in den Arsch. 30 Sekunden. Keiner erfährt was? Unser Geheimnis? Wir werden die Watchdogs sein. Roll Credits. Trotzdem verlierst du manchmal. Bla bla bla, scheiße, ihr labert vielleicht. Jordi wieder mit seinem Offscreen-Teleportationstrick. Es gibt nur eine Leiter zu dieser Plattform und diese ist hinter Aiden. Und Jordi hat sich ganz bestimmt nicht hier oben versteckt. Aiden kann jetzt Leuchtturmlampen mit seinem Smartphone explodieren lassen. Ich habe kein Problem mit Transformatoren und Sicherungskästen, da sich diese ja digital steuern lassen können. Aber eine alte Leuchtturmlampe? Nein, nicht den einzig interessanten Charakter in diesem Spiel. Das war's? Mehr hast du nicht? Hey, fick dich!
Ich weiß ganz genau, wer mein Vater war, Arno. Und auch, wer deiner war. Ich denke, es war wohl unvermeidlich. Seid ihr oft im Wolkenbezirk? Oh, was für eine Frage. Natürlich seid ihr es nicht. Mr. Anderson. Überrascht, mich zu sehen? Ich weiß es. Es gibt Beweise. Requiescat in pace.